Steine schützen das Schild. Noch lebt das Schild. Zumindest der Stab. Oh, Herzchen. Oh. Rechten Zeit. Ein Stein mit Herz. Ja, kein Herz oder Stein. Das war deine letzte, ne? Ja. Ja. Hattest du alle gekauft? Ne, sieht nicht danach aus. Ja. Ich werde jetzt weitere kaufen müssen. Mir fällt noch was anderes ein. Hä? Huh? Ein Scutula. Ah, ja, ja. Genau. Aber die kommt jetzt abends. Definitiv, ich höre sie nicht. Hä? Hymne der Sonne. Man kann ja Tag und Nacht mal manipulieren. Eben. Ich brauche mal den Bumerang. Ja, überhaupt nicht auffällig. Och, du bist ein... Nein! Schmeiß doch rein! So, jetzt hast du nur noch eine Bombe dementsprechend. Er muss die Skulptur direkt ansehen. Jetzt sind wir da etwas leichter. Mit dem Endhaken geht es leichter, hast du ein Visier. Aber ich bin klein, deswegen kann ich das nicht nehmen. Ja, stimmt. 26, gut, du hast. Langsam kommst du der Maximalzahl immer näher. Aber auch nur langsam. Ich hab grad mal ein Viertel. Genau. Etwas mehr, joa. Aber ich glaube, ich krieg da noch nichts von den Skulpturas aktuell. Zumal ich gerade ein Kind bin. Doch, du kannst auch als Kind schon die Belohnung abholen. Es steht egal, ob du als Erwachsener hingehst oder als Kind. Echt? Ja. Was gibt's denn für Belohnungen? Also das erste war der Stein der Weisen, der die Vibrationsfunktion für Geheimnisse freischaltet. Als nächstes gab es die Geldbörse, als drittes gab es... Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Dann lass es auch lieber. Die sind aber auch nicht gealtert. Nö. Also auf jeden Fall gibt es noch einmal eine Erweiterung für die Geldbörse. Ich glaube, das war sogar das dritte Mal. Beim vierten Mal gab es dann einen Geldboost und beim fünften Mal... Ah ja, sehen wir dann. Beim Dekobaum brauchte ich, glaube ich, die Bombe, oder? Wie? Um an die Skulptur zu kommen, die dann noch war. Beim ersten Mal kam man ja nicht ran. Beim Dekobaum? Ja, innerhalb. Ja, 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 genau, da brauchst du Bomben, genau. Also ich kann mich an das Secret mit dem Deku-Spross erinnern, was man aber wirklich nur dann machen sollte, wenn man wirklich 100% zeigen will. Ansonsten sollte man das lassen. Was ist denn das? Secret mit dem Deku-Spross? Ja. Liebe, das ist doch dein Favoriten-Quest. Ja, dafür bräuchte ich erstmal den Zauber. Dann machen wir's. War klar. Okay, interessant. Willst du wirklich 100% machen? Ich will kein 100% Let's Play machen mehr. Das ist ein bisschen zu mühsam, alles einzusammeln. Dann speichere aber vorher und resette dann das Spiel bitte, weil sonst wird's echt ein bisschen nervig. Wieso? Ach so,
Verändert das das ganze Spiel oder wie? Ja. Okay, gut. Zumindest einen kompletten Bereich verändert es. Ah. Einen kompletten Bereich. Wow. Hier wäre es praktisch, wenn ich die Hymne des Sturms hätte. Ja. Und zwar hier im Kreis. Dann würde da nämlich ein Blitz einschlagen. Mhm. Dann gibt es Brathühnchen. Red mit mir, du fauler Sack. Hier gibt es die seltenen Wundererbsen. Dies könnte die letzte Chance sein. Mein Spezialpreis 70 Rubine das Stück. Ja. Gut, dann war es mal 7. Wir haben die legendären Wundererbsen. Ich verkaufe sie normalerweise an niemanden. Ein super Preis, 80 Rubine das Stück. Ja, und 2 konntest du dir leisten. Übrigens, in einem Fuffi hast du ganz schön verschwindet. Junge Dio. Kostet ja richtig viel. Wusste ich ja vorher nicht, was da drin ist, ne? Das da hinten. Das ist nur ein, das ist nur so ein Pixel. Sieht komisch aus. Naja, ja. Ja, die Wundererbsen steigen immer um 10 Rubine. In der Comfy geht es gerade um Beschwerden über die Bugtube. Also über das Design und sowas. In der Comfy? Haben wir schon wieder geändert? Oh. Nee, oder? Nee. Aber ich glaube, diesmal geht es um den Upload. Dass das schon wieder irgendwie verbuggt ist. Ja, und zwar derbe verbuggt. Oh, wie schön. Ja, ich, mittlerweile wäre der Upload bei über 700 Minuten, schreibt zum Beispiel einer. Bei einer Datei von 1,85 GB. Ich habe ja immer noch das Problem, dass er von Twitch die Scheißvideos nicht übernimmt. Ich kann immer noch. Immer wieder versuchen, bis es klappt. Ja, toll. Dann brauche ich aber wirklich bald 3 Mitarbeiter. Auf Fulltime-Basis. Oh Mann. Das ist momentan echt bescheiden mit Bugtube. Ja, das Problem hatte ich ja letztens auch. Da habe ich, glaube ich, 8-mal versucht. Das war bei der letzten Aufnahmesession, bevor ich aufgehört hatte. Da fällt Geld von den Bäumen. Wow. Mhm. Aber nicht nur Geld. Auf dem Friedhof habe ich schon gepflanzt oder habe ich noch nicht gepflanzt? Im Friedhof? Ich glaube nicht. Ich glaube, ja, hast du. Du hast. Da hast du doch dich noch so gefeiert. Hast du noch gefeiert? Ich hab mich nicht gefeiert, ich hab nur gesagt, was mir da durch den Kopf ging. Oh. Da kam nichts runter. Und gleich geht's ans Kämpfen. Ach. Außer er spielt. Wer kämpft? Nichts. Weil es doch erst dunkel wird. Sag ich doch, es geht ans Kämpfen. Wann kommt nochmal dieser Riesenviech? Oh, wieder geköpft. Oh, das ist er ja gewesen, glaube ich, oder? War der das? Oder war nur die Perspektive so dämlich? Die Perspektive. Ja, ist nur die Perspektive. Bleibt denn der Große? Hä? Warte mal noch auf den Großen. Wird er nicht eben? War doch ein Großer schon dabei, der etwas größer war. Ja.
da geht die Sonne schon wieder auf und der Mond unter. Ja. Das geht aber irgendwie viel schneller, als ich es gewohnt war. Da ist ein großer. Gibt's denn den noch? Hooray. Wow. Das sieht wirklich gut aus. Naja, da gibt's ja rein noch eine andere. Das war eine gute Geldspende. Ja. Dann könntest du ja eigentlich schon die nächste Wundererbse holen. Theoretisch ja. Wenn du jetzt warten würdest, bis es Nacht ist, könntest du alle drei roten Rubine einsammeln. Drei roten Rubine? Ein hat er. Müssten drei da oben sein. So, ich hoffe, du bist gleich zufrieden und ich falle nicht von dem Kette runter. Von der Kette runter. Ich hätte auch gesagt, du solltest erstmal nach ganz oben laufen. Sehr dünne Wand. Okay. Ich bin nicht zufrieden. Naja. Egal. Normalerweise läuft man dann auf dem schmalen. Ja, war ich aber nicht, war aber irgendwie dazwischen. Jetzt ein Stück zurücklaufen müssen und dann auf dem Holzplanken langlaufen müssen. Und die, die Tag und Nacht tanzen. Wow. Ja, dann können die das durchhalten. Tag und Nacht. 7 Tage die Woche. Bis sie von einem Zombie überrascht werden. Also 24/7. Gut. Bis sie zu Zombies werden. Also durch einen überrascht werden, wie der Kosmos schon sagte. Link! Du warst Pfui! Eben. Liegt nicht an Link, es liegt an dir. Schnauze, es liegt an Link. Oh, jetzt kommen wir zu dem Fairy. Ich weiß. Ich glaube, so macht sie gern als Dämon bezeichnet. Wie? Kann mich aber auch irren. Alter. Einfach hinlegen. Müsste eigentlich kaputt gehen, weil es ist kein Dunkler. Also. Er ist so blöd abgeprallt. Dass er wieder zu weit weg war. Obwohl ich dachte, er ist nah genug. Gleich werde ich den Ton des Streams erstmal abschalten müssen. Alter, die kreischt so derbe. Ja. Ein Glück, dass ich nichts höre. Sei froh, ey, die. Alter. Oh, scheiße, mein Kakao ist alle. Das ist auch das Schöne am Standmikro, man hört nicht genau, wie ich trinke. Trotzdem würde ich in der Aufnahme keine Chips essen. Oh, ich hab's doch gehört. Wo ich's so weit runtergedreht hab. Hallo, mein süßer Stiebe, ich bin die Fee der Magie. Ich habe einen mächtigen Zauber für dich. Bitte nimm ihn an. Ich muss schon selbst über. Dins Feuerentferner. Dieser Feuerball entflammt die Umgebung. Du setzt diese Magieattacke mit C ein. Ich habe jetzt lange genug gewartet. Dins Feuerentferner kannst du nicht nur für Attacken nutzen, du kannst damit auch manches in Brand setzen. Bist du vom Kampf erschöpft? Besuch mich einfach wieder. Ihr guckt mich nicht so an, Renoir. Die reden wirklich so. Auch gut.